Ja. Hallo. In and out Community Worldwide. Wie geht es euch? Wie geht es uns? Wir haben turbulente Wochen hinter uns, gehabt. Sieht aus. Wir haben viel abgeloadet, mussten einiges splitten und jetzt sind wir jetzt wieder am Start. Jetzt sind wir back in game. Überlegen, ob wir unseren Slogan um der Podcast für Mutterwitze upgraden. Haben wir schon mal einen guten Mutterwitz gedroppt? Einen guten Mutterwitz? Mhm. Nee. Gibt da so richtige Challenge, hast du mal gesehen? Die Amis, die machen da so ein bisschen wie Stand-Up-Battle 1 gegen 1 und dann haut man Mutterlines raus. Das ist, glaube ich, so richtig so. Ja, ich weiß. In den Staaten fängt das ja nicht an, deine Mutter ist so, sondern dass your mother ist, keine Ahnung was, so fett und dann machen die dann die Punchline drauf so. Das ist ein richtiger Sport. Ja, ich weiß. Ich kenne das Video, ich weiß nicht, ob ich das schon mal mit dir geshared habe. Die ist so als der Gott aller Mutterwitze von einem Comedian erzählt wird. Der Gott aller Mutterwitze? Ja. Erzähl. Ich krieg's nicht mehr zusammen. Ja, ich krieg's so ein bisschen zusammen. Ist einfach so ein super fetter Typ irgendwie, der aber lustig ist irgendwie so. Und auch, habe ich dir, glaube ich, mal geschrieben. Und ja, dann so, ja. Und dann so, hey, you get into a fight with your mama, Jokes. Ja, jetzt habe ich's. Und dann, ja, your mama's so ugly. Der hat dann auch noch so, keine Ahnung, so einen geilen Südstaaten-Akzent. Genau. Ja. Und dann wollte die Mutter erst nicht und so. Und dann hat die irgendwie gesagt, ja. Ja, ich weiß. Deine Mutter ist so Gangster oder so, dass sie dem Daddy erstmal einen gelutscht hat und dir dann einen Gute-Nacht-Kuss gegeben. Von seiner eigenen Mutter hat er kassiert. Ja, den Comedian kenne ich, Alter. Nicht schlecht. Aber guter Mann, guter Mutterwitze. Mann. Doch, ich habe mal einen gelesen, aber ich weiß gar nicht, wenn ich den dazu erzähle, ist eigentlich nicht so lustig. Ist auch eigentlich nur eine Punchline. Aber jeder ist mal diesen Wahn gekommen, im Internet zu gucken. Chuck Norris-Witze oder Chuck Norris nein. Und dann einer ist aber hängen geblieben. Deine Mutter ist so dumm, sie sitzt auf dem Fernseher und guckt Couch. Dicker, da war bei mir feiern. Ich kannte den bis dato nicht. Danach bin ich bestimmt 27 Mal im Internet über diesen Spruch gestolpert. Aber der hat mich fertig gemacht. Der hat mich sowas aus dem Leben manövrieren. Der ist nicht schlecht, ja. Ich kenne nur deine Mama ist so fett, die fällt nachts aus dem Bett. Und zwar auf beiden Seiten. Ja, den kann man bestimmt auch sehen. Ey, wenn ihr auch deine Mütter Witze kennt, lass mal Mutterwitze. Lass mal, drop mal einen in den Kommentaren. Ich finde das auch in Ordnung so. Also man meint das ja nicht gegen die eigentliche Mutter so. Nee. Und ich weiß, so viele Mütter können nicht so fett sein, dass sie aus beiden Seiten zum Bett fallen. Aber geiles Bild. Kennst du dieses TLC? Du guckst ja kein normales Fernsehen. Ne? Es gibt eine Serie, das heißt Mein Leben mit 300 Kilo. Oh. Und da sind dann tatsächlich genau solche Kaliber, die dann eigentlich immer zu dem gleichen Arzt gehen und es läuft immer das Gleiche raus. Die kommen dahin. Sport machen und dann der am meisten abnimmt oder so. Ja, die kommen dahin und dann sagt er, okay, sie sind auf jeden Fall augenscheinlich zu dick, dann werden die gewogen und dann sagt er, okay, bis zum nächsten Mal, damit sie mir zeigen, dass ich es ernst meine, nämlich sie weiter meine, müssen so und so viel Kilo abnehmen. Das klappt nie so und dann gibt es nochmal eine Standpauke und dann zeigt man so den Leidensweg. So, die meisten sind eigentlich arme Säue, so viele von denen kriegen dann auch noch so Psychotherapie-Behandlung und so. Ich weiß auch gar nicht, warum man das im Fernsehen zeigt. Siehst du, was verbindet? Kann ja sagen, warum man das zeigt, aber ja. Erzähl weiter. Ja, ich auch, damit Leute nicht was zu gucken haben. Und sich da besser fühlen. Ja, genau, und dabei McDonald's essen, ja, genau deswegen. Nee, das Ding ist, das ist immer das gleiche Schema da und da kommt jede Woche kommt immer irgendein anderer, der mindestens dicker. 300 Kilo wiegt und einer ist dicker. Und die Amerikaner... 300 Kilo, Alter, du musst ja mal reintun. Das ist mehr als wir beide zusammen, aber auch teilweise kleinere Körpergröße. Das sind 600 Pfund, LLB, die haben ja diese... Ja, ungefähr, ja. Unfassbar schwere Leute. Aber wir haben... Ich habe heute so nicht. Du hast Jahre schön. Nee, zeig mal. Warst du beim Friseur? Nee. Gerade eben? Doch, was? Die Seiten sind weg. Ja, okay. Machst du selber jetzt was? Nee, beim Friseur. Und dann mal auch so hingefallen, dann auf einer Seite so richtig. Hast du mal so einen Sturz gehabt in der Jugend, der dir mal richtig mal was weggeflattert hat? Nee, den einzigen Sturz, den ich hatte, der richtig brutal peinlich und wirklich. Peinlich auch noch? Super, super peinlich war, war in einer Folge, die wir aufgezeichnet haben, die aber nie das Sonnenlicht gesehen hat. Ja, wo wir eine peinliche Story von uns jeweils erzählt haben. Jo, die ist dicker, ja. Und die gibt es nicht mehr irgendwie. Die ist auch, glaube ich, gelöscht. Vielleicht fällt die ja nochmal irgendwann. Ich hatte mal tatsächlich Inline-Skater, war ja mal das Ding. Ja. Und irgendwann warst du in den Dingern ja so affin, dass du gesagt hast: Ja, mich kann kein Hugel dieser Welt killen. So. Und dann bist du auch mal so ab und zu so kurze Strecken ohne Schoner gefahren. Ich weiß gar nicht, wie viel Haut da rein. Wir haben heute noch relativ viel Haut da rein drin. Ey, ohne Scheiß, alle beide Knie, ich glaube, bis in die Kniekehle, alles weg. Ey. Nur noch so an so einem seidenen Faden. Beide weg und ich so, ich guck so runter. Und das damals war so, wenn du dich aufs Maul gelegt hast, du erst geguckt und dann hast du erst nichts gemerkt und dann hast du gesehen, irgendwann kam Wurz dann rot so. Ich guck nur so an beiden Knien runter und du siehst direkt so.
Alter, wie wenn du so einen richtig saftigen Pfirsich beißt. Aber die Frage ist auch, wie passiert das eigentlich durch die Jeans, die dann manchmal gar nicht gerutscht sind? Ich hatte kurze Hose an, tatsächlich. Ja, ey, wenn schon, war Sommer, Inline-Skates, man wollte mal zeigen, was man hat. Damals sogar noch ohne Stopper, das war nämlich die nächste Ebene. Man hat am Anfang immer irgendwas mit Stopper gekriegt. Ja, aber Arsch hast du also hinten das Ding. Genau, und dann konnte man irgendwann, ja, ich will grinden und so, ich brauche die besseren Dinger, die keinen Stopper mehr haben und so eine Grindschiene in der Mitte und dann, die Dinger haben mich dann auf jeden Fall zerballert. Ja, aber irgendwie war es auch cool so. Also eine richtig gute Knienahme war damals so viel wert, Vogue, ja, wie heute guten OZ-Tipp so. Gibt es OZ überhaupt noch? Tipico. B-Win. B-Win. OZ gibt es gar nicht mehr, ne? Wahrscheinlich nicht, weiß ich nicht. Die benennen sich wahrscheinlich genauso um wie irgendwelche Wettspielunken. Eine OZ-Geschichte. Ich habe mal, boah, das ist bestimmt 15 Jahre her oder vielleicht sogar noch länger, da war OZ gerade so das Ding. Und da haben wir auch immer noch Fußball gespielt, aktiv. Und wir haben gesagt, komm, wir platzieren alle mal so 10er, 15er so. Und dann alle mal so quer. Ich hatte eine unfassbar krasse Quote. Ich glaube, 5x1, dass ich mich gewonnen hätte, irgendwie so 170, was jetzt heute nicht mehr viel klingt. Aber damals war das viel Geld. Ich habe, was ich aber nicht wusste, ich habe eigentlich einen Scheiß getippt, was gar kein Fußball war. Was ich dann aber nachher, du hast kein Fußballspiel getippt so und das ist Handball, 5. Liga oder so. Ich so, ja, keine Ahnung so. Aber die Quote war heftig so. Dicker, alle nichts gewonnen. Ich komplett alles rasiert. Wer rasiert das? Alles rasiert, Alter. Ja, genau wie ein Kollege von uns damals, der irgendwie nicht zu viel Geld hatte, aber genug Geld irgendwie. Aber Grieche, grundsätzlich anderer Nationalstolz als andere Nationen. Also ist ja immer sehr weit vorne. Ein Glücksspiel auch, war der auch Grieche. Und dann hat er so, ach, 130er Quote. Europameisterschaft im eigenen Land. Griechenland wird doch bestimmt Europameister. Ja, ja. Hat er 10.000 Euro draufgesetzt. Bei einer 130er Quote 1,3 Millionen rausgeholt. Ehrlich? Ja. Geil. Das ist ja, was du musst doch auch erstmal die Eier haben. Ja, mit dem Geld kannst du wahrscheinlich halb Griechenland kaufen. Kann ja, hart. Richtig brutal. Richtig geil. Brutal. Ey, wir haben ein paar Themen heute mal vorbereitet. Ja, was haben wir denn für Themen? Willst du anfangen? Sollen wir einfach Gas geben? Oder du hast ja die Idee, dass wir jemanden jetzt nennen. Aber dann schalten wir die ja direkt aus. Ja, weil wenn dann am Anfang dann Themen kommen, die keinen Schwanz interessieren auf gut Deutsch, dann schalte ich auch aus. So. Weißt du, was ich meine? Wenn Tagesschau und nichts dabei ist mit Brüste, dann schalte ich weg. Gibt es denn Tagesschau Brüste auch? Ja, maximal die Tante, die da... Sagen wir mal so, bei dir gibt es ja in jedem Format Brüste und dann stellen wir fest, es gibt doch keine. Ja, Mann. Manchmal habe ich auch das Gefühl, ich habe so leichte Halluzinationsvorstellungen waren, dass ich mir Dinge vorstelle, die da sind, aber überhaupt gar nicht existent. Das ist dann quasi so, wenn du die Moderatorin siehst, siehst du die quasi oben ohne? Zum Beispiel. Oder denkst du dann, dass es so war und erzählst es dann hinterher? Oder ich stelle mir einen Beitrag vor, dass ich mir da irgendwas reinprojiziere oder denke mir so, ja, das wie bei Fight Club, wo du immer einen Schwanz rein... Da haben die dann bei dir immer so kurz Titten reingemacht. Ja, so in meinem Film haben die das dann so... Die Frage ist, wer den dann reinschneidet, also die Titten. Das ist eine gute Frage, ja. Wahrscheinlich einer im Schnittraum, den du vielleicht imaginär kontaktierst und der bekommt dann dieses Signal. Ich brauche jetzt eine Brust, das ist unfassbar lang. Und dann BAM! Hol mich raus aus der Nummer. Kann natürlich sein. Wäre heftig, wenn es das gibt, ne? Egal. Ich habe kurz drüber nachgedacht, das geht nicht. Nee. Themen. Wir hatten uns überlegt, wir wollten mal ein paar Takte zur NBA sagen. Ja, wenig halt, ne? Geht halt wieder los. Ja, das war's. Welches Spiel hat dir am besten gefallen? Also gib mal kurz. Ich dachte eigentlich, Lakers Suns wird richtig gut. Und die Lakers. Musste kurz raus, Alter. Du schaffst doch wirklich jedes anspruchsvolle Niveau, irgendwie dermaßen ein Niveau zu senken. Das ist ja, also ich dachte, Lakers Suns wird nice, weil D-Book spielt ja irgendwie da. Devin Booker ist ja quasi my favorite. Aber auch die Lakers mit ihrem hohen Durchschnittsalter, dachte ich, gucken wir mal, was da so geht. Für uns so, die Presse und für alle Leute direkt Titelanwärter. Ohne haben Scheiß. Jetzt schon mal richtig, ein paar Mal richtig auf den Sack gekriegt. Ja, die Preseason haben die ja sowieso voll verkackt. Ich bin ja auch. Preseason ist doch. Ja, das ist wie hier Vorbereitungsspiele, da geht dann die B-Nationalelf auf Platz 1. Kein Schwanz, aber ich hatte auch Lakers als Favoriten so, aber die haben öfters schon mal in der Saison schwach gestartet und dann trotzdem hinten raus gut gespielt und sind dann in die Playoffs gekommen. Klar, wenn es drauf ankommt, dass man so auch, wenn man sich so, ja, jetzt müssen wir ein paar Mal gewinnen, um in die Playoffs zu kommen. Ich hätte aber Bock, dass die Lakers gewinnen, weil da sind halt einfach ein paar geile Spieler mit. Ich meine, allein Anthony und LeBron, du hast Russell Westbrook. Wie heißt er noch hier? Davis. Anthony und LeBron James sind, glaube ich, im gleichen Jahr Rookie 2-3. Also die kennen sich ja schon vom Draft. Ja.
Wäre geil, wenn die dann irgendwie so, ich sag mal so, kurz vor Ende ihrer Karriere, so lange werden die nicht mehr machen, ja, wenn die nochmal so einen Titel holen. So, ich hätte einfach Bock drauf. Das ist einfach ein geiler Kader. Die Namen sind geil. Das sind alles welche, die, die was reißen können. Haben auch beide gut gescored im ersten Spiel mit jeweils über 30 Punkten oder was. Haben aber irgendwie doch den Punkt da nicht gerissen, so weißt du. Safe. Ein bisschen schade. Wer mir gut gefallen hat, so, ich beobachte ja so ein paar Rookies jetzt so aus Interessensgründen für die Basketballkartenlandschaft. Trae Young hat gut abrasiert und Stephen Curry hat auch das Spiel für die Warriors richtig hart begonnen. Ja. Aber der Typ ist echt irgendwie ein Phänomen. Der war, ich habe den ja so ein paar Jahre irgendwie so gar nicht auf dem Schirm gehabt. Aber der Steph Curry, meinst du? Ja. Ja, klar. Der trifft ja aus jeder fucking Scheißlage, trifft er ja in diesen Korb. Das ist ziemlich außergewöhnlich bei dem, ja. Das ist unfassbar. Der hat auch, glaube ich, bei dem Golden State Warrior Spiel, hat der, glaube ich, das erste Quarter alles aus dem Feld getroffen. Jeden Wurf, den er auf Korb gemacht hat. Ja, 9 von 9. Und 2 Freestyles, also wirklich geisteskrank. Stell mich an die Freiburg-Linie, Alter. Da ist Scheck, ist wahrscheinlich eine Scoring-Maschine gegen mich. Nee, NBA ist wieder da, freut mich ein bisschen, nervt mich natürlich meistens immer noch immens, dass es halt so ist, wie es halt immer ist bei NBA, dass man einfach nicht gucken kann, weil alle Spiele Nacht sind. Ja, und die Zusammenfassung am nächsten Tag ballerst du dir dann kurz rein, aber das gesamte Spiel dann nicht mehr. Genau. Also ich zumindest. Ich gucke mir die Zusammenfassung immer an auf die Zone. Deswegen gucke ich gerne NFL, weil das ist halt immer Any Given Sunday, immer um 19 Uhr fast alle Spiele, um 22 Uhr nochmal. Mhm. Da ist der Rest dann dabei und ein ist dann immer ein Nachtspiel um 2 Uhr, aber da hast du meistens schon 2 oder 3 gesehen, die dich halt interessieren. Dann ist der Drops da gelutscht. Ne? Also das finde ich an NFL halt auch richtig und ich finde den Sport auch ganz cool. Aber klar, NBA ist da, freuen wir uns natürlich drüber. Ja. Und wer so als, gerade für unser Kartengame, wer da in Zukunft, also in jetzt... Ja, ich habe jetzt in der... So Rookie-mäßig abgehen wird. In der Off- und Preseason habe ich noch ein paar Rookies eingekauft, so nur so ein paar PSA 10er irgendwie, einfach mal so aus Bock, aus Jux und Dollar. Von der letzten Saison oder für die kommende? Ja, von den Spielern, die jetzt noch aktiv sind. So. Yeah, okay, ja, okay. Ich habe ein paar Doncic habe ich mir geholt, Trae Young, Morant habe ich mir eingekauft, einfach wo ich Bock drauf hatte, so ein paar gute Titel, wo ich mir denke, wenn die jetzt ein bisschen explodieren, so kannst du nochmal irgendwie eine Mark machen, darum geht es ja letztendlich. Ist so ein bisschen wie Sportwetten nur mit Karten eigentlich, so kann man sagen. Ein bisschen, ja. Schon, oder? So ist auch das NFT-Game, was ich mache, also mit den JPEGs. Ja, da hoffe ich halt auch. Safe. Weißt auch nicht, was du bekommst. Du kaufst halt einen, Reveal ist dann halt, und wenn du einen seltenen hast und die Community das Projekt pusht, dann geht es halt schnell nach oben. Oder wie Sion, der einfach irgendwie sich den Fuß bricht und als Fat Bastard vielleicht in die Liga einsteigen will. Hart, ne? Jesus, Alter, was haben sie mit dem gemacht, ey? Vor allem, wenn du anfällig dafür bist, so, aber Luka Doncic, der war ja jetzt nie so der drahtige Athlet, der war ja ein richtiges Modul. Ja, aber dafür war er trotzdem sehr athletisch. Ja, aber trotzdem, also wenn du den jetzt gesehen hast, so in den Interviews, so hast du ja auch gedacht, mein Gott, warum sind die denn irgendwo fett gefüttert? 16 zu 9 Format oder solltet ihr den nicht besser in 4 zu 3 Ja, stark. Abgefahren. Neues Thema, was haben wir noch? Ey, USA. Wollten wir nur kurz anreißen. Wir wollten USA anreißen und zwar am Filmset von Burst oder was? Oh, yo, krasse Scheiße. Haben sie bei dem Dreh zu einem Western Baldwin die Kamerafrau versehentlich erschossen und den Regisseur angeschossen, er hat aber überlebt. Da muss ich sagen, da war ich erstmal baff. Also ich kenne ja vergleichbare Stories aus dem Filmmilieu noch damals vom Set von The Crow. Richtig. Wo der Sohn von Bruce Lee, Brandon Lee, auf eine ähnliche Weise umgekommen ist, wo ich mir gedacht habe, okay, da, aus so einem Scheiß müsste man ja irgendwie gelernt haben, so in der Requisitenwelt. Die wollen halt alle unbedingt immer echte Waffen haben, nur halt mit Platzpatronen. Ich habe es immer noch nicht ganz verstanden, wie es passiert ist, weil es war nicht so, dass da eine falsche Kugel drin war, sondern es hat sich irgendwas gelöst und dadurch ist das Projektil, glaube ich, doch abgefeuert worden. Das Ding war, mich war mir zum Beispiel gar nicht im Klaren, dass die halt reale Waffen nehmen. Das wäre in Deutschland gar nicht denkbar. Ich habe jetzt eine Filmknarre und das ist jetzt eine echte scharfe Wumme so. Mhm. Und ich habe aber dann haben sie so einen Gunshop-Owner irgendwie interviewt und der hat dann einfach mal so einen 9mm Revolver in der Kamera gehalten und meint so, hier, das sind jetzt die mit Projektil und das sind die ohne. Oben sind die weiß und die anderen sind bei dem einen siehst du das Projektil so, bei dem anderen siehst du halt nur so einen stumpfen Deckel. Auch da, ich meine, du hast den gleichen Gasdruck, so, ich kenne mich ja ein bisschen so aus mit Schießkram und so. Ist ja dieselbe. Also, wenn sich da irgendwas von dem Mantel oder so irgendwie was löst oder so, keine Ahnung, oder aus der Waffe, keine Ahnung, als es geschossen, das wird dann mit der gleichen Intensität beschleunigt wie das Projektil selber. Ja. Deswegen, ich keine Ahnung, dafür bin ich zu wenig im Thema, ich weiß zu wenig auf, was an den Sets abgeht, aber wenn die mit echten Knarren ballern, so finde ich schon krass so, dass das tatsächlich der Fall ist, weil
Ich weiß auch von Gastro-Knarren zum Beispiel hier, dass du auf kurze Distanz damit einen auch schon gut zusetzen kannst. Natürlich, mit der Gaspistole auf jeden Fall, ja. Ja, und da sind halt Kräfte, die da aus der Mündung rauskommen, gerade auch auf kurzer Distanz, so, die sind schon nicht ohne. Und wenn da sich irgendwas löst im Lauf oder vom Mantel... Ja, und dann zum Schuss wird, so, dann weißt du Bescheid. Und so ist das da auch passiert. Das ist wirklich eine tragische Sache. Super. Ich finde es auch krass, dass diese arme Frau irgendwie jetzt quasi da ist, wo sie ist. Und dass das irgendwie so passiert ist. Aber ja, vielleicht lernt Hollywood endlich mal da draus, weil ich ganz ehrlich, hoffen, so. Kein normaler Mensch die haben auch kann eine Replikawaffe von einer echten Waffe unterscheiden. Nein, vor allem nicht im Film so. Und da einen Ton reinzusetzen, Alter. Ja, oder dann, wenn ihr... Wird da eh neu vertont. Es geht ums Mündungsfeuer, habe ich mir sagen lassen. Also, dass man dieses Mündungsfeuer sieht, dass das so realistisch ist, wie es aber so, ihr animiert jeden zweiten Scheiß und wenn einer mal schlecht geschminkt ist, animiert er drüber. Ja. Warum nicht das? Ja. Wenn es nur um das Mündern, dann macht irgendwas anderes. Oder? Das ist einfach nur dumm. So. Ich habe auch Bilder von dem Baldwin dann irgendwie gesehen. Der Junge war ja richtig, richtig fertig. So. Klar, stell dir vor, da hat super jemanden erschossen. So. Das ist ja, vorher mit einer Filmrequisiten, wo du so gar nicht mit rechnest. Du denkst ja auch erstmal, was hier gerade passiert. Ich meine, sie haben letztendlich in der Berichterstattung dazu auch noch nichts droppen lassen. So. Da sind die wahrscheinlich auch noch am Nachforschen, wer hat jetzt vielleicht Schuld oder was hat es verursacht oder gibt es überhaupt... Ich habe dazu gelesen, dass die Armor... The Master of Armor oder so, sage ich jetzt mal, so heißt der Beruf nicht, aber jemand, der am Set für die Waffen verantwortlich ist. Waffenmeister. Ja, in einer gewissen Form, ja. Es war auch eine sehr junge. Also, nochmal, die kann ja nichts dafür. Die hat ja alles richtig gemacht, aber trotzdem, sie war irgendwie auch interviewt worden vor einem Monat oder so, wo sie das bei einem anderen Set war, weil ihr Vater ist so in Hollywood der berühmteste Waffenprops-Dude für Filme irgendwie. Der so alles an den Start bringt, ja. Genau. Das war, der hat auch Tarantino-Filme, Django Unchained und so. Also die ganz fetten Dinger kommen alle von dem. War der für die Waffen verantwortlich. Und die Tochter ist jetzt ins Business reingekommen und die hat vor 2 Wochen saß die in einem Podcast oder so und sagte auch, das wird so ihr erster größerer Job. Und sie sagte dann auch so, natürlich wird das für die Medien so ein bisschen jetzt blöd gemacht, weil wie gesagt, sie kann ja nichts dafür, sie hat eigentlich alles richtig gemacht, aber die haben halt geschrieben, so Hollywood-mäßig, weil sie das auch gesagt hat in dem Podcast, sie weiß gar nicht, ob sie das schon so machen könnte und die Verantwortung dafür benennt und ob sie die richtige dafür ist. Weißt du, was es jetzt natürlich gefundenes Fressen dafür ist? So irgendwie, naja, hier kannst du keinem die Schuld geben, ne? Außer der Industrie, die immer noch verlangt, dass man echte Waffen dafür nimmt halt, ne? Ja, also ich finde es einfach nur übel, dass für unsere Unterhaltung irgendwie jemand sterben musste. Ich meine, der Film wird wahrscheinlich nie zu Ende gerät und wird auch nicht rauskommen, so was auch in Ordnung ist. Aber es ist einfach kacke. Es ist eine Unterhaltungsindustrie, es ist eine Riesenmaschinerie. Wir gucken uns jeden Tag, also wir zumindest, oder alle 2 Tage irgendwelche Filme an. Wir wissen, dass ein Stuntman im Einsatz und. Ne? Ist halt irgendwo auch heikles Business, aber ich sag jetzt, für einen Film machen, so sollte keiner irgendwie draufgehen. Den Sitz machen. Ich meine, ganz ehrlich, guck dir hier an beim zweiten Bond mit Daniel Craig, also nicht den Casino Royale, sondern der danach an Quantum Trost, sind auch 2 Stuntmänner am Gardasee gestorben, weil die halt in dieser anfangs heftigen Verfolgungsjagd da mit den Aston Martins da in diesen engen Tunneln. Und die machen trotzdem weiter, ne? Sind die halt einfach mal komplett durch so ein Tunnelgemäuer geballert und dann in den See rein und beide tot halt, ne? Also, das passiert ja auch relativ häufig und so. Also, klar wissen die, worauf sie sich einlassen. Klar ist es oft. Ja, das ist aber mal bitter, wenn eigenes menschliches Versagen irgendwie, ne? Ist jetzt schwer, das zu vergleichen, oder vielleicht sollte man das auch nicht vergleichen. Ich mach's jetzt trotzdem mal. Wenn jetzt wegen einer Filmrequisitwaffe, wo man auch ohne weiteres irgendeine Replika nimmt, wo nichts mit passieren kann, oder ich mache halt irgendwie eine gefährliche Autofahrt mit einem professionellen Stuntman, der weiß, da kann nochmal was schiefgehen, für mich nochmal 2 Paar Schuhe. Das eine ist leicht vermeidbar, indem man einfach sagt, ey, ich brauche keine Replika, das andere... Ich brauche eine Replika, meinst du? Ja, ich nehme eine. Ich brauche keine. Ja. Und bei dem anderen, okay, das ist dann wirklich mal unter der Kategorie Berufsrisiko, scheiß Unfall, ne, passiert leider, auch bei solchen Sachen, egal wie gut die sind. Und bei dem anderen ist es halt einfach, das ist echt unnötig. Gerade in so einem Land wie Amerika, wo irgendwie die ganzen Waffennarren unterwegs sind und du irgendwie einfach eine Waffe kaufen kannst als irgendwie ein Buch für dein Kind. Ja, das ist schon. Das ist einfach dumm so. Ich finde es einfach doof so. Das ist einfach läppsch. Unnötig einfach. Unnötig Menschenleben, die da. Vor allem für alle, die dann noch am Start sind und so, weißt du, für die ist es ja erst recht, die dann, weißt du, die das jetzt ausbaden müssen. So, die Leute, die am Set sind, der Hauptdarsteller und so, alle dabei. Ne? Schockfall, überleg mal, du würdest jetzt so an so einem Filmdreh irgendwie mitdribbeln so und dann. Crazy. Könnte ich mir nicht geben. Naja, was auf jeden Fall. Was haben wir noch? Haken dran.
Und natürlich auch, wie sagt man das, das Beste für die Hinterbliebenen irgendwie. 100%, ja. Auch wenn die das hier wahrscheinlich nicht hören, aber... Egal. Der Geste zählt, glaube ich. Die Geste zählt und ich glaube... Auch das, was hier wahrgenommen wird, weißt du, was ich meine? Ist halt auch Teil von so einem Film-Review slash alles mögliche andere Podcast, yes, dass man halt auch mal, genau, auch mal sowas leider erwähnt, weil es halt kein so schönes... Ja, gerade, ich sag mal, weil Film ja so eins unserer Top-Themen ist, so, weißt du, da ist vielleicht mal ganz gut, wenn wir da mal ein, zwei Takte zu sagen oder verlieren. Safe. Apropos Filme und Themen, wir haben da noch zwei Themen. Und zwar? Die im Filmbereich sich beheben. Wie heißt der eine? Stirbt langsam? Nee, der eine heißt Venom. Ja, den habe ich aber noch nicht gesehen. Und? Möchtest du uns eine kurze Review geben? Also Film war, also ich fand den ersten ja sehr gut. Ich fand den underrated. Ja. War jetzt nicht so in aller Munde und so, war jetzt auch nicht so der erste Marvel-Film, den man so erwähnt, ne? Aber ich fand den ersten sehr gut. Den zweiten fand ich insgesamt nicht sehr gut. Effekte waren okay. War jetzt ein 94-Minuten-Ding. Wenn du jetzt 10 Minuten Abspann abziehst, war der 1 Stunde 20 gefühlt. Okay. War, also nicht gefühlt, sondern war der auch. Ja. Sehr schnell erzählt, sehr schnell von Hölzchen auf Stöckchen gesprungen. Nee. Nein. Also mir hat die Figur nicht so gefallen. Also von dem Carnage, dieser andere Venom, dieser gute Venom. Der Harrison war ganz gut, aber total überzeichnet. Und okay. Wo es hatte so einen starken... Ja, aber der hatte auch so... Ich finde, der hat fast so einen richtig starken B-Movie-Charakter gehabt. Okay. Der ganze Film. Also ich hätte jetzt ehrlich gedacht, nach diesem Überraschungserfolg, geben die nochmal in sich und gehen nochmal richtig Kette. Ja, hatte ich eigentlich auch. Hier und da hatte der ein, zwei gute Sprüche, aber das langt natürlich dann auch nicht. Und dann, wie gesagt, ging es so schnell und die Charaktere waren so ein bisschen kacke und sich uneinig und dann auch... schnell auseinander, schnell wieder zusammen und so. Das war halt sehr, 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 sehr schnell. Du hast halt gemerkt, Taktung, ja? Wir haben keine Zeit. Wir haben keine Zeit. Wir haben nur eine Stunde 20. Die Kosten, das gibt's alles. Gönnt, ja, schnelle Dreh, ja, ja. Keine Drehpause. Okay. Schade eigentlich, ja. Ist auch so, dass ich mir den, glaube ich, definitiv nicht kaufen werde. Höchstens, um es vollständig zu haben. Ich war im Kino. Ja. Höchstens, um den irgendwie so vollständig zu haben, wenn man alle Marvel-Filme haben will oder so. Ich gebe dem Film, und damit können wir das Thema auch abschließen, das war wirklich eine kurze Review für einen kurzen Film. Guckt euch an, wenn ihr den ersten mochtet, bin ich gespannt, ob irgendjemand den zweiten genauso gut findet oder sogar besser, was ich mir nicht vorstellen kann. Ich gebe dem Film mal, und das ist für mich echt schlecht, und ich möchte gerne Tom Hardy eine gute Bewertung geben, weil der eigentlich so ein... Ich mag den ja. Ich mag den ja total. Ich hoffe, der wird der neue Bond. Aber ich gebe dem eine 6. Das ist schlecht. Eine 6, oh, 6 von 10. Nee, okay, ich habe überlegt, ob ich eine 6,5 mache wegen Tom Hardy. Ja, das ist richtiger Schmier. Also wirklich 6 von 10. Apropos Tom Hardy, hast du The Drop gesehen? Dieses, wo der da, ja, ja, klar. Wo der da in der Kneipe war. Ja, ja, der war gut. Unfassbar. Unfassbar underrated. Sowieso. Kennt kein Schwanz, das Ding. Ich hab ist den mir beim Preview gucken. Ja. Ich so, Moment, Tom Hardy in der Bar, könnte das geben, obwohl ich kein Bargänger bin. Aber war super. Für mich, einer meiner, ich fand absolut, ja, von so unterm Radarfilm einer der besten seit langem. Ja. Also über Tom Hardy kommst du eh nicht vorbei. Aber der hatte da ja auch mal so eine Rolle, wo die er sonst nicht so hat, nämlich mal eher so den introvertiven, ruhigeren Typ. Sonst ja immer, ja, Bronson hat er gespielt, dann in Peaky Blinders hat er hier den Elfie gespielt, da war auch eher so ein extrovertierter Gangster. Ja. Warrior. Warrior. Und da war halt eher so der ruhige, schüchterne Typ, der so ein bisschen was auf dem Kerbholz hat. Und das ist mega geil, Alter. Hab mich richtig mitgenommen, auch die Idee, kleines Set, kleiner Radius. Mhm. Bisschen nur an Zeithandlung so, aber irgendwie doch aufs Wesentliche konzentriert, hat sich nicht so verlaufen. Man konnte so jeden Handlungsstrang nachvollziehen irgendwo. Ja. Der war der Quicker 8 für mich so. Den habe ich auch zweimal gesehen. Einmal durch Zufall und dann nochmal letztens. Safe, für mich auch so eine 8, würde ich sagen. Ja. Sehr, sehr pervers. Um vielleicht nochmal Hardy hier hinten raus nochmal die Rettung zu geben, weil der kommt bestimmt nichts dafür, dass der zweite Kacke ist. Apropos, und da sind wir ja vielleicht kurz vor Abschluss, was ich immer hoffe, wenn ich Venom sehe, dass sie ja Spawn ja noch ballern wollen, weil die Charakter sich ja von der Optik so ein bisschen ähneln. Aha. Naja, nicht ganz. Da ist der Typ halt schon so lange dran. Ich lese halt immer relativ viel darüber, weil ich auf so einem Joe Blow heißt das, ist so ein Typ, der macht das schon seit Ende der 90er, hat er so einen Film-Review-Blog, okay, und so, ist auch ein ziemlich großes Ding irgendwie. Und er berichtet auch aus persönlicher Affinität zu diesem Spawn-Universum und Spawn-Movie und den ganzen Scheiß viel darüber. Und deswegen bin ich da immer up-to-date. Und dieser Todd McFarlane, der den verantwortlich ist für den Charakter, der kommt irgendwie nicht aus dem Quark raus. Und findet keinen Dabei fand ich den auch so, wann war der, 90er-Movie? 95, ja. Fand ich unfassbar scheiße, aber
weil er so kultig scheiße war, ist der schon wieder lustig. Es gab so ein paar Crispus-Szenen, wo sie den halt ganz gut irgendwie dargestellt haben, so in seiner Super, ja, wenn er dann, Kluft so. Wenn er da von oben diesen so runter... Ja, auch am Ende, wo der so im Feuer steht, also hat mir gut gefallen. Schade, dass er damit nicht an den Start kommt, weil das wäre auf jeden Fall ein Film, wo ich richtig Bock drauf. Ich habe mir letztens ein geiles Vintage-Shirt, ziemlich teures aus den 90ern, von so Spawn. Promo von Spawn geholt, super geil. Monster. Nice. Is nice. Great success. I like sex. Machen wir denn noch die besten Actionfilme aller Zeiten? Wie spät haben wir das denn? 24, 25 Minuten. Ja, komm, lass machen. Ich habe extra nachgedacht. Nummer 1 habe ich schon, aber 2 und 3 tue ich mich schwer. Action ist nicht gleich Kriegsfilm, ne? Können wir ausschließen. Nee, das ist ein reiner Actionfilm. Richtiger Baller-Action. Egal, ob der in der. Ja. Ob der irgendwo in. Sci-Fi-Action geht auch. Nee, Starship Troopers würde ich nicht gelten lassen. Habe ich auch nicht drin. Ja, nee, das wäre für mich so, das wäre für mich klar auch Action, aber mehr so Style, also reine Action, also richtiges Action-Ding. Ja, okay, dann würde ich den, ich würde anfangen, den auf... Die Nummer 3? Den Mission Impossible, den ersten. Ah ja? Wo er sich von der Decke... Ja, ich weiß. Oh, hätte ich beinahe das Studio auseinandergenommen. Das ist für mich Nummer 3. Unangefochten. Mich hat dieser Film... Wahnsinnig starker Film. Ja. Starker Film. Die Action ist subtil. Ist nicht die ganze Zeit... Ich weiß, ich stehe auf viel Schießen, aber der ist halt subtile Action. Die Szenen sind heftig. Aber der Charakter und auch diese paar Szenen, die einfach heute cool sind, wo er da über diese aus diesem Schacht kommt und so ja, kurz ja. über die... Bis heute unvergessen. Wo er diesen Schweißtropf fängt. Das war so. Damals zu so einer Zeit, wo ich so gerade richtig so in so die Filme gucken reingekommen bin. Der hat mich schon arg geprägt. So vom Guckverhalten auch so von... Ich finde Action als Genre geil. Ich finde Action als Genre auch geil, aber jetzt bin ich echt ein bisschen. Ich hatte das zwar vorgeschlagen als Idee, aber auch so ein bisschen so, aber nicht so gedacht. Ich bin jetzt gerade richtig lost, was ich weiß. Ich nenne Mission Impossible 2. Ich bin richtig lost, weil ich nichts Falsches gerade? Sagen will. Warum? Was kannst du denn falsch sagen? Kannst ja, dass man dann nochmal, irgendwann muss ich dann vielleicht nochmal korrigieren. Ja, kannst du ja. Aber jetzt schon mal aus dem Bauch. Wir haben mal gesagt, das ist das Gute. Ich habe mich jetzt auch nicht vorbereitet. Ich wusste nur meine Nummer 1 direkt, als du geschrieben hast. Das können wir machen. Ich glaube, deine Nummer 1 ist meine Nummer 3. Aber ich glaube, ich sag. Meine Nummer 3 ist Predator 1. Nee. Ist bei mir noch nicht mal im Top 10, würde ich sagen. Boah. Predator 1? Boah, Junge, echt? Hast du für mich auch eine Mutter der Actionfilme? Ja, ist ein geiler Actionfilm, gebe ich dir recht. Ist ein super geiler, richtig, richtig geiler Actionfilm. Predator 1. Echt im Mit. Ja, ich habe nicht auf 3D nicht. So. Ich weiß aber ist das nicht auch ein Sci-Fi-Actionfilm? Meinst du wegen jetzt im Alien irgendwie? Ja, weil dann würde ich meine Nummer 2 auch anders wählen. Achso, wird jetzt sowas wie Alien oder sowas auch dazu sehen? Nee, ich würde Nummer 2, ich sage es jetzt einfach mal, um das hier abzukürzen, ich würde den dritten Matrix-Teil nehmen. Weil der dritte Matrix-Teil ist, wo die in diesen Kampfroboter-Anzügen sind und einfach nur in so einem Schwarm, weiß ich nicht, Elektronik-Schrott stehen. Ja, also, aber auch schon beim zweiten, wo der gegen 40 muss das missen. Ja, aber so. Das ist so für mich einer der prägendsten Fernsehmomente, weil da eigentlich genau mein Götzenbild von Schießen und ich bin irgendwie in so einem Überanzug. Und kämpft gegen so Roboter. Aber ich sehe schon, das ist schon ein bisschen schwer. Ich glaube, wir machen nochmal demnächste Woche, machen wir nochmal eine eigene Kategorie für Sci-Fi-Action, weil mir fallen direkt zwei, drei weitere ein. Dann lass uns den ja mal zu Ende führen und nächste Woche gehen wir mal auf Sci-Fi-Action. Genau. Ich würde aber meine 2 erstmal lassen. Okay, dann müsste ich ja quasi einen anderen nehmen, weil anderen das wäre Matrix. Ja auch Sci-Fi-Action, was ich gesagt hätte, weil vorher ja auch ein Alien dabei ist. Ja, deswegen, okay, dann zählt das quasi nicht. Okay, dann würde ich wahrscheinlich... wenn du schon was hast auf 2 und 1, sag ruhig, weil ich muss ein bisschen nachdenken. Soll ich 1 sagen? Nee, du musst auf 2 sagen. 2 habe ich doch. Achso, ich hätte jetzt Matrix als Nummer 2. Nee, geht ja nicht. Das ist ja voll Sci-Fi-Action. Ach, scheiße. Sci-Fi-Action bekommt eine eigene Kategorie. Aber dann wäre ja Predator ist ja auch... Also ich weiß auf jeden Fall meine Nummer 1. Ja, meine Nummer 1 weiß ich auch safe. Meine Nummer 2 und 3 geht nicht. Nee, pass auf, dann nehme ich... Weil Heat ist ja auch kein Actionfilm, das ist ein Thriller. Ja, zählt nicht, okay. Ja, aber... Da ist Action dabei, aber es ist so ein genreübergreifendes Ding. Das ist die Frage, ob mein erster ist, ob das ein Actionfilm ist. Doch, mein erster ist ein reiner Actionfilm. Vielleicht einer der krassesten Actionfilme, der jemals gemacht wurde. Aber ich versuche jetzt gerade Slot 2 noch zu füllen. Also ich gehe auf Nummer... Obwohl, nee, geht auch nicht. Geht auch nicht. Meine Nummer 3, die ich im Kopf hatte, geht jetzt auch nicht. Dann nehme ich als Nummer 2, weil der schon mal in unserer Top 10 war. Ich glaube, es ist kein Thriller, es ist ein Actionfilm, der Traum. Eigentlich nicht. Es ist mehr so ein Drama. Echt? Mama Thriller, ja. Ach, oh, da wird doch auch viel geschossen. Am Ende, ja. Aber es ist kein Actionfilm. Diese Scheißkategorie ist schwierig. Ist Rambo ein Actionfilm? Rambo ist ein reiner Actionfilm. Dann John Rambo. Aber Rambo nicht die 3. aktuellen drei. Rambo 3 ist auf jeden Fall bei mir. Dann nehme ich John Rambo, weil ich das. Da ist nämlich die Szene, wo da hinten auf diesem Geschützturm ist und einfach irgendwie einen kompletten Hang zersieht. Ja, es geht ja tatsächlich um den ganzen Film und nicht nur eine Szene. John Rambo. Aber dann ist für mich Rambo 3 auf Platz 3. Den ich von dir habe in Uncut.
wo du John gesagt. Rambo, ja, ja. Ja. Das war der vierte. Ja, zwei. Ja. Der ist bei dir auf zwei. Nee, das war nur der vierte Rambo. Vierte Rambo auf zwei. Bei mir ist Rambo 3 tatsächlich auf 3. Gute Wahl für mich. Wirklich gute Wahl. Sehr gute Wahl. Lange überlegt, ob ich die Expendables wegreißt. Expendables dazu packe, aber es ist. Die sind nicht so kleben geblieben. Das ist nette Popcorn-Unterhaltung. Genau. Die nimmt man mit. Du findest auch das Cast geil, du findest die Ballerei geil, aber das ist einfach zu überspitzt, als dass es ein guter Actionfilm ist. Top 10, aber nicht Top 10, aber bei mir nicht. Top 3 ist auf jeden Fall Transporter 1. Finde ich auch überragend. Du wirst lachen, mein erster ist auch ein Statham. Jason Statham. Mein erster ist auch ein Statham. Soll ich mal raten? Ja. Okay, es ist. Der ist es nicht. Weiß, Crank. Ja. Crank ist bei mir Nummer 1. Den fand ich so scheiße. Das verstehe ich gar nicht, dass der da auseinandergeht. Ich muss den sogar ausmachen. Nein. Als er die Alte da wegkachelt auf diesem Hof da, auf diesem Marktplatz, das war für mich wirklich ein Grund, halt zu sagen, okay, mach den jetzt aus. Ich fand Crank so unfassbar. Ich fand den ersten gut, ich fand den zweiten gut. Das war einfach eine geile Idee. Gar nicht. Gut umgesetzt. Der war die ganze Zeit auf 100, auf Zündung. Das ist einer der wenigen Filme, wo du wirklich mit einem schnelleren Puls durchmarschierst und eigentlich so keine wirkliche Ruhezeit hast. Kaum. Ja. Wenig. Für mich auf jeden Fall. Und von der Skurrilität der Charakter, die da mit auftauchen in diesem Film, finde ich extrem geil. Crank 1. Für mich auf jeden Fall. Ich weiß, welcher auf 1 ist, weil ich den am häufigsten gesehen habe. Und was witzig ist. Das ist der Film, den ich am meisten überhaupt in meinem Leben gesehen habe. Und zwar, also Fight... Fight Club ist ja kein Actionfilm, würde ich sagen. Das ist Fight Club, was steht denn drauf? Das steht ja nicht drauf. Seifenwerb. Nee. Commercial. Was ist 1? Bei mir, ich muss ja erst die 2 noch theoretisch sagen. Richtig. Das ist Nummer 1 bei mir. Also für mich ist Bad Boys 1 definitiv auf der Nummer 1 und für mich der beste Action-Comedy. Ja. Aber es ist trotzdem ein Action-Film, reines Action-Film und den finde ich super. Ich weiß, was ich auf Platz 4 und 5? Auf Platz 2 tue. Was? Den ersten Transformers. Okay. Sci-Fi-Action, vergiss es. Oh, schwierig. Sci-Fi-Action wird krass. Warum? Weil da habe ich nämlich richtig viele. Ja, weil wir sind Top 3 da draußen. Ich kann die jetzt schon 8 oder so nennen. Dann lass Top 5 machen, damit ihr nächste Woche auch ein bisschen was zu naschen habt. Top 5, Action-Sci-Fi. Action-Sci-Fi-Action. Ja, Sci-Fi-Action. Aber der war jetzt nicht so. Ich wette mit dir, gleich wenn wir hier raus sind so, und sich der Stress noch ein bisschen legt. Genau. Dann fallen mir super viele ein. Dann können wir nächste Woche vielleicht nochmal nachjustieren. Aber ich finde, da sind schon ein paar rote Titel bei, so, die man sich auf jeden Fall nochmal angucken kann. Ja, also ich könnte auch ein Mission Impossible nennen, weil ich fand den zweiten zum Beispiel. Ich fand die weil er in der Regie von John Woo war. Ich fand aber auch manchmal einen alten Van Damme-Film, Harte Ziele zum Beispiel. Ja. Der erste John Woo-Film in Amerika, der war anders. Also der Jean-Claude Van Damme-Film war anders als alle anderen. Der war überragend gut. Was ich bei mir bemerkenswert finde, meine Nummer 1, die mir sofort in den Sinn kam, als wir das thematisiert hatten, hat wenig mit Schießen zu tun. Es wird relativ wenig in dem Film geschossen. Crank, ja. Ja, ist aber trotzdem High Pace Action. Ja, auf jeden Fall. Also die Pace da ist extrem. Hab ich abnormal hoch. Okay, weißt ich muss du, was mal wir auch nicht zu meiner Schande haben? Gestehen. Weißt du, was wir auch nicht drin haben? Obwohl es einen Platz verdient hätte, John Wick. Aber der ist halt einfach nur Schießen. So. Der hat... Ist trotzdem gute Action. Ja, aber die Story ist da, müssen wir da zu lame. So, er ist auf meinen Hund getreten, so, ich muss jetzt alles umbringen. So. Kann ich verstehen. Kann ich eher verstehen als manche andere Beweggründe. Ja, ich auch, aber trotzdem ist es mir zu dünn. So. Ich hätte irgendwie. Ich habe zum Beispiel vorgestern und den Tag davor, weil es mir zu lange war, habe ich Der Schakal nochmal geguckt. Mit Bruce? Jo. Boah, ich finde den so geil mit seiner blondierten Mähne, Alter. Er hat ja 24 Frisuren und 25. Ja, aber die ist mir hängen geblieben, ey. Aber das. Wir hatten letztes Mal schon drüber gesprochen, wo ich sagte, da ist Jack Black, wo der umgerichtet wird da. Richtig. Hast du nochmal drauf? Ja, natürlich. Krass, ne? Richtig böse. Umgenietet, vor den ersten Arm weggeschossen geil. Und dann den Rest weggeschossen. Unfassbar geiler Film. Der schmeckt auch richtig gut. Das ist richtige gute 90s Action. Eigentlich nicht, auch mehr ein Thriller, aber hat Action-Elemente drin. Ich würde den aber auch unter Action. Ich finde das immer schwierig so. Bei denen ist immer Thriller, wenn so ein bisschen. Wir haben Die Hard nicht erwähnt. Ja, aber das, weißt du, das kommt jedes Jahr Weihnachten so. Das ist wie Zähneputzen. Ist ein guter Actionfilm. Ja, ist ein guter Actionfilm. Kann vielleicht auch gerne in die Top 5 aufgenommen werden. Ja, aber Hans Gruber. Ist schon richtig schwierig, Mann. Da sind so einige dabei. Früher gab es bessere Actionfilme als heute. Wobei, heute gibt es auch ein paar gute. Es gab früher mehr Six Underground fand ich auch nicht schlecht. Michael Bay, Netflix-Film. Den haben wir geguckt, ne? Weiß ich nicht genau. Six Underground. Doch! Der Paul hatte mich, wo ich gesagt habe, wo der Paul meinte, du hast gesagt, du hast ihn nicht gesehen, du Spassi, wir haben den zusammen geguckt. Kann sein. Ja. Aber wir beide haben nicht zusammen geguckt. Nee, ich habe den beim Paul gesehen. Ja, witzig. Ja. Okay, Leute, lass es dicht machen für heute. Ja, nächste Woche Top 5 Sci-Fi Top 5 Sci-Fi Action. Und vielleicht
ergänzen wir noch oder korrigieren wir unsere Top 3 für heute. Auf jeden Fall ein paar Schmankerl dabei. Ja. Wir sind raus. Genauestens. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da, kommentiert fleißig. Die letzten Male haben wir wenig Werbung gemacht, hatten auch weniger Zuschauer. Vielleicht passt uns zum Weihnachtsgeschäft noch die Webseite. Ich bin dran, ich habe Geschäft gemacht. Korrekt. Du wolltest auch das Intro mit deinem Nachbarn machen, das er nie macht. Ja, der ist im Urlaub. Ja, ja, schon seitdem. Seitdem ich ihn gefragt habe. Ja. Haut rein, Jungs. Tschüss, Mädels. Tschüss.